Selten hat er sich gefreut, ein Boxer im Ring zu sehen. Ivan Matute! Herzlich willkommen, Freddy Pretty Boy Kiewicz! Also der Kampf zwischen den beiden, der steht schon unter einem eigenartigen Stern. Also eben das Durcheinander, dass der Matute erst nicht da war. Dann, ob ein Kampf vorgezogen wird, dann stand der andere Gegner schon im Ring, dann musste er wieder raus. Jetzt findet der Kampf doch statt, Matute gegen Kiewicz. Und gestern beim Wiegen, da ging die ganze Malaise schon los. Da kam der Matute mit 4 Kilo zu viel auf der Waage. Und dann hat man sich geeinigt, dass er ein bisschen abspeckt und der Kiwi dann noch ein bisschen was draufgepackt nach dem Wiegen. Und jetzt wiegen sie so 71, 72 Kilo rum. Und der Kiwi natürlich ist er angefressen jetzt. Na gut, aber starker Start. Ich habe den, gute linke da zum Kopf von Matute. Ich habe Matute in Kaiserslautern gesehen dieses Jahr gegen Arthur Mamberger. Dann ist er da rausgefallen, dann gab es Probleme mit dem Management, dann ist er schließlich hier bei Universum gelandet und jetzt zeigt er eigentlich, was er kann. Starke erste Runde, Matute da in Schwierigkeiten. Also sieht so aus, als ob der Matute da aus dem Tiefschlaf gerissen worden ist im Hotel. Wenn Sie hier eine Dame laut rufen hören, das ist die Mutter von Freddy Kiewicz, heißt Tutu. Die ist immer mit Herz und Seele dabei, wenn ihr Sohnemann da kämpft. Und er macht es gut hier in der ersten Runde. Ja, erstmal guter Treffer von Matute. Aktion hier von Kiewicz. Körpertreffer, Kopftreffer, aufwärts sagen. Ja, da kann er den Kopf schütteln, wie er will. Wenn er nichts macht, verliert er die Runde auch und die anderen auch. Ja, wieder ein Volltreffer im Kopf, 2-3. Aufwärts sagen, jawohl, nochmal ein Aufwärts sagen. Gegen Mamberger hat er wenigstens versucht, den mal in Schwierigkeiten zu bringen. Aber das hat er bis jetzt ganz vergessen gegen Kiewicz. Gut, wieder Kombination, zack. Im Training am Samstag. Ja, bei so einem offenen Schlagabtausch, da muss man natürlich aufpassen gegen einen Knocker wie den Matute. Wieder gut mit der Führungshand gearbeitet. Also vertragen kann er einiges, der Matute. Das muss man ihm mal zugestehen. Sehr gut. 5er-Kombination hintereinander. 5. Runde auf 8 Runden ist es angesetzt. Auch da war man sich nicht einig gestern. Erst hieß es 6 Runden, plötzlich hieß es 8 Runden. So, nochmal ein schöner Schlussspurt hier von Kiwi. Oh, ich denke, hier auch mal 2. Aber alles in allem hat er die bisher im Griff, der Junge. Der Matute, der kann sich hier nicht mehr motivieren, nochmal einen Schlussspurt einzulegen. Das war ein harter Schlag, aber halt auch Lichtjahre vorbei.
also eindeutig hier. Nochmal gute Aktion zum Schluss. Also, der kann nicht eine Runde gewonnen haben, der Matuta. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Urteil. Und das war einstimmig. Unanimous Decision mit 13 Punktrichterstimmen. Und damit sein 22. Sieg als Profiboxer. Gratulation, Freddy the Pretty Boy Kiwi. Keine Überraschung. Er hat auch seinen nächsten Kampf gewonnen. Und ja, bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Er ist auf einem guten Weg.